Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Ja, ihr habt es richtig im Titel gelesen. Wir haben einen Begraser bei Wish bestellt. Und der ist hier drin. Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben uns tatsächlich ein Begraser bei Wish bestellt. Warum? Da gibt es zwei Gründe für. Erstens mal hat mich vor ein paar Wochen der Chicken von Chickens Tabletop Crafting mal angesprochen. Ja, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus? So ein Begraser wäre ja eigentlich schon eine feine Sache, gerade weil er ja natürlich auch viel Gelände baut. Allerdings sind die Geräte ja ziemlich teuer. Warum ist das denn so und warum sind die bei zum Beispiel Wish so billig, oder ich könnte mir ja eigentlich auch einen aus einer Fliegenklatsche selber bauen. Das ist so der erste Grund. Und zweitens war natürlich, habt auch ihr oft genug die Frage gestellt, warum sind diese Geräte so teuer? Ich kann das ja alles selber bauen, ich mache das aus einer Fliegenklatsche, das funktioniert genauso. Deshalb wollen wir eigentlich mal klarstellen, warum diese Geräte so teuer sind. Wir haben ein Gerät bei Wish bestellt, das werden wir ausprobieren, das werde ich euch zeigen. Ich habe es mir schon angeguckt, es sieht sehr lebensgefährlich aus und ich habe tatsächlich auch noch mit einem Profi, einem Fachmann darüber gesprochen, was an diesem Gerät auch falsch läuft, aber das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Aber bevor wir das alles ausprobieren, fangen wir mal von vorne an. Wozu brauche ich eigentlich ein Begrasungsgerät? Diese Begrasungsgeräte, die laden das statische Gras auf oder laden das Gras, diese Grasfasern statisch auf und schießen quasi aus dem Gerät und stellen sich quasi kerzengerade auf euer Geländestück oder wo auch immer ihr das natürlich platzieren wollt. Das sieht sehr, sehr realistisch aus. Natürlich kennen wir es aus dem Tabletop-Bereich. Gehen wir mal 20 Jahre zurück. Und früher hat man klassische Tabletop-Spielplatten so gestaltet. Man hat Leim auf die Platte aufgetragen, man hat seinen Grasstreu genommen, hat es über die Platte geworfen, war toll. Hat gereicht, hat funktioniert, aber ich muss gestehen, dass gerade in den letzten Jahren der Anspruch von vielen Leuten oder gerade von euch sehr, sehr hoch geworden ist. Das heißt, ihr spielt inzwischen auf sehr, sehr hochwertigen Spieltischen. Das sieht inzwischen richtig, richtig toll aus. Da sind viele, viele kleine Dioramen inzwischen mit verbaut. Und diesen Anspruch von vor 20 Jahren, den hat man halt heute nicht mehr. Das hat sich auf jeden Fall stark nach oben gemausert. Und dafür ist ein Grasmaster da, um halt das Gras statisch aufzuladen, damit es halt wirklich auch steht. Und im kleinen Rahmen bei uns im Tabletop-Bereich kennt man das natürlich auch von den klassischen Grasbüschelchen bzw. Tufts oder Tafts. Und da kennen wir ja auch, diese Grasbüschelchen sind komplett statisch aufgeladen. Auch hier wurden kleine Leimpunkte gesetzt und dann wurde mit einem Begrasungsgerät darüber gegangen und die stehen kerzengerade nach oben. Ich war ja bis vor ein paar Jahren war ich auch sehr kritisch gegenüber diesen Geräten, weil ich gesagt habe, Mensch, solche Dinge haben im Tabletop-Hobby absolut nichts zu suchen. Warum? Weil wir natürlich mit Miniaturen spielen. Wir haben kein Diorama, das Diorama steht in der Ecke, das wird nicht mehr angefasst, da steht das Gras 1A. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, so ein Begrasungsgerät im Tabletop ist völliger Quatsch. Allerdings muss ich da meine Meinung auch tatsächlich revidieren und sagen, nein, diese Geräte haben absoluten inzwischen ja, Einzug gefunden bei uns auch im Hobby. Also gerade auch bei mir, hier auch im Studio. Und ich nutze den inzwischen echt sehr häufig. Weil ich nämlich festgestellt habe, dass wir auch mit 2, 4 mm Grassorten super begrasen können, komplette Spieltische begrasen können. Wir können dort mit Spielminiaturen drauf spielen und es passiert einfach gar nichts. Natürlich, wenn wir jetzt einen riesengroßen, schweren Zinnpanzer, Resinpanzer oder auch irgendwelche großen Schlachtschiffe, Monster, was auch immer auf diese Platten stellen und dort länger stehen lassen, natürlich werden die Grasfasern dementsprechend platt gedrückt. Aber auch gerade zu Zeiten des 3D-Druckes, wo alles irgendwie auch leichter wird. Das heißt, wir spielen inzwischen viel mit Resin-Miniaturen. Viele Hersteller sind auf Plastik übergegangen. Das heißt, wirklich große, schwere Zinnmodelle, wie wir es damals von Warhammer Fantasy und Co. kennen, gibt es gar nicht mehr so viel am Markt. Muss ich sagen, Grasbegrünungsgeräte machen im Tabletop inzwischen absolut Sinn. Und wir haben es ja hier auch ausprobiert. Wir haben schon mehrere Platten gebaut und spielen da sehr, sehr häufig drauf und bis
Bis dato ist nichts passiert. Deswegen habe ich auch viel mit Turfs anfangs gearbeitet und weniger mit Grasfasern, weil ich halt, wo ich damals angefangen habe, platte Grasfasern fand ich nicht schön. Deswegen fand ich die Turf-Variante im Tabletop super gut, weil wir da natürlich auch realistischen Boden darstellen können und wir können dort ordentlich drauf spielen. Wir können das ordentlich fixieren. Das funktioniert super. Inzwischen arbeite ich gerne mit einer Kombination. Ich benutze Turfflächen, ich benutze aber auch begraste Flächen und je nachdem, was wir halt auch darstellen wollen, kann ich zum Beispiel auch im 15 mm Bereich mit einem hohen Gras, also zum Beispiel mit einem 9 oder 12 mm hohen Gras, kann ich zum Beispiel auch Felder darstellen. Das heißt, ich benutze zum Beispiel Sand für Wege und Straßen, ich benutze Turf für große grüne Flächen und benutze zum Beispiel trockenes, helles, gelbes Gras für Felder zum Beispiel. Und deswegen mag ich inzwischen gerne die Kombination Turfs und auch statischem Gras. Aber das ist ja gar nicht so das Thema. Wenn ihr dazu gerne noch was wissen wollt, können wir da gerne nochmal eine Folge drüber machen, wo wir einfach mal ein Geländestück bauen mit den verschiedensten Materialien und wirklich die Kombination testen. Turf, Tufts, statischem Gras, vielleicht große, hohe Büsche. All das können wir alles mit einarbeiten, Clump Foliage und so weiter. Wenn ihr da auf jeden Fall Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann bauen wir einfach mal ein schönes grünes Geländestück. Aber wir widmen uns jetzt dem Begrasungsgerät von Wish. So ist das Paket bei mir angekommen. Ich habe es natürlich schon aufgemacht und mal reingeguckt. Also so ist es angekommen und es war auch nichts an Umverpackung drin. Es kam einfach so. Kurz zum Preis. Ich habe bezahlt für dieses Gerät 26 Euro inklusive Versand. So, das ist natürlich erstmal eine Ansage, ne? Ein Begrasungsgerät für 26 Euro ist schon top. So, und das ist alles, was da drin ist. Wir haben hier eine Gebrauchsanweisung und das ist unser Begraser. So, eine Gebrauchsanweisung. Auf einer Seite ist sie komplett in Chinesisch und auf der anderen Seite ist sie dann in Englisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einmal in Chinesisch, einmal in Englisch das gleiche. Nein, das sind hier zwei verschiedene Sachen. Also das, was hier drauf steht, kann ich zum Beispiel gar nicht lesen. Aber gut, erklärt sich natürlich von alleine. So, das ist das Gerät. Also wir merken erstmal, es ist Plastik. Es ist eine Tupperdose. Finde ich auch sehr witzig. Wir haben hier ein Kabel raushängen und wir haben hier einen Schalter. Hier ist noch ein Batteriedeckel. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das ist ja lebensgefährlich. Da hängt ein Kabel, das berührt dieses Sieb. Ja? Ich bin jetzt kein Elektriker, ich habe auch keine Ahnung davon, aber das ist bei den anderen Geräten nicht so. Und das sehe ich als sehr gefährlich. Wenn ich hier anfasse und da ist Strom drauf, kriege ich hundertprozentig einen Schlag. So, dann finde ich diese Plastikdose, ja gut, okay. Einen Behälter braucht man, irgendwo muss der Preis natürlich auch herkommen. Aber das finde ich ultra gefährlich. Das heißt also, wenn hier jetzt Batterien drin sind und ich befülle das Gerät und ich komme aus Versehen auf den Knopf, weil der ist sehr leichtgängig, dann kriege ich hier 100 pro einen Schlag. So, dann ist es nicht gegeben, das heißt, wenn ich das Kabel einfach reindrücke, dann ist es nicht gegeben, dass es unbedingt das Metall berührt, was ja wahrscheinlich aber Sinn machen muss, weil anders wird es wahrscheinlich nicht aufgeladen. Okay. Gut, also man hat hier also eine Plastikdose, hier schön mit Heißkleber reingeschmiert, damit das Sieb auch hält. Okay, kann man machen. So, dann haben wir hier eine Krokodilsklemme mit einem Schrumpfschlauch, der aber auch nicht geschrumpft ist, weil nämlich hier oben liegt es auch frei. Ist auch schon mal geil. Das heißt, es ist auch nur so semi-geschützt. Dann haben wir das Batteriefach und ich werde jetzt hier mal zwei Batterien einsetzen. Und da hatte ich schon das erste Mal Angst, als ich das letzte Mal gemacht habe, als ich das schon mal ausprobiert habe, diese Batterien einzulegen. Hier kommen zwei ganz normale handelsübliche AA-Batterien rein. So, jetzt haben wir hier Strom reingebracht und jetzt sollte das Gerät auch schon funktionieren. Wir haben hier, glaube ich, irgendwo, ja genau, hier seht ihr, hier ist eine kleine LED verbaut. Das heißt, wenn wir hier drauf drücken, sehen wir, dass das Gerät an ist. Was ich jetzt fatal finde, schaut mal, was hier passiert. Und das ist mega gefährlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt Auswirkungen hat, wenn ich das jetzt draufdrücken würde und das mal anfassen würde. Ich will es jetzt auch nicht ausprobieren, aber ihr seht, hier kommen richtige Blitze raus. Und das habe ich hier bei diesen Geräten definitiv nicht. Denn wir haben hier, hier haben wir zwar ein Metallsieb,
bei dem von RTS Greenkeeper. Aber wir haben hier kein Kabel, was da raushängt, weil nämlich der Strom, das erkläre ich euch gleich nochmal, ganz woanders läuft. Und hier haben wir das nämlich auch nicht. Also hier kann gar nichts passieren. Hier kann ich das anfassen, es passiert gar nichts. Jetzt stellt euch vor, ihr habt Kinder im Haushalt und dieses Gerät liegt irgendwo rum. Das ist saugefährlich. Ich habe mich da mal auch mit einem Fachmann drüber unterhalten und der hat auch gesagt, wenn du diese Klammer anfäst, ja, ich kann es jetzt machen, weil kein Strom drauf ist. Und wenn ich das Kabel anfasse und dann jemand auf den Knopf drückt, dann geht das einmal durch, weil Strom fließt. Aber wir haben ein Problem. Was liegt zwischen meinen zwei Armen? Richtig, mein Herz. Das kann fatale Folgen haben, auch 2, 3 Tage später erst. Das kann tatsächlich passieren. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Aber ich finde dieses Gerät megamäßig gefährlich. Wir haben hier auch keine Prüfsiegel. Gut, in China erwarte ich, außer China erwarte ich das auch nicht. Aber dann verstehe ich nicht, warum sowas hier verkauft werden darf, verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, dass hier solche Geräte auf den Markt kommen. Gerade Deutschland ist da immer so super korrekt und achtet bei allem, was hier irgendwie passiert, auf sämtlichen Kram. Und sowas hier ist einfach, das kann einfach lebensgefährlich sein, ne? So, mit Strom ist einfach nicht zu spaßen. So, auch wenn das nur 2 Batterien sind. Aber 2 Batterien haben auch richtig mächtig Power. Also von daher, das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. So, wow, das geht gar nicht. Also finde ich krass. Aber kommen wir jetzt mal kurz noch zum Beispiel, bevor wir das Gerät jetzt testen, zum Beispiel Fliegenklatsche. Das ist genau das Gleiche. Das ist auch super gefährlich. Ich glaube, das ist mit, da wird ein T-Sieb oder ein Sieb vorne ran gebastelt. Mit dieser elektronischen Fliegenklatsche, dann nimmt man auch ein Dings, ein Widerstandskabel und Widerstandskabel, Erdungskabel. Und das ist das gleiche Prinzip. Auch wenn ihr dagegen schlagt, hat das eben gerade geknistert. Okay, ich habe gar nicht auf den Knopf gedrückt. Ich habe das nicht berührt. Jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Ha, da ist noch Reststrom drauf. Alles klar, nicht schlecht. Gut zu wissen. Das ist das gleiche Prinzip mit der Fliegenklatsche. Und wenn ich das dann immer höre, wenn die Leute sagen so, ja, ich baue mir mein Grasmaster selber aus einer Fliegenklatsche, so, ja, das funktioniert. Aber erstens mal, was will ich damit machen? Wenn ich nur ein paar Bases begrünen will, kein Problem, dann macht das mit der Fliegenklatsche. Versucht aber das Gerät irgendwo zu verstauen, wo kein anderer gegenkommt oder mit in Berührung kommt, dass er sich verletzen kann. Das funktioniert und das Gerät wird wahrscheinlich auch funktionieren, weil wir natürlich unsere Grasfasern gleich aufladen werden und das wird auch funktionieren. Das wird dann wahrscheinlich genauso aussehen wie aus diesen Geräten. Aber werden wir mit diesem Gerät viel Spaß haben? Ich glaube nicht. Ja, und wenn wir von Spaß reden, gerade bei, ja, Begrasen kann tatsächlich Spaß machen und hier sehen wir zum Beispiel, wir haben nur ein einziges Sieb. Und richtig Spaß macht es natürlich, wenn wir in verschiedenen Schichten arbeiten, mit verschiedenen Grasfasern arbeiten. Wir bauen unsere Schichten auf, ne? Das ist wie bei Turfs. Wir fangen mit einer Grundschicht an und arbeiten uns dann hoch, verblenden das Ganze. Genauso können wir natürlich auch mit einem Begraser arbeiten. Das heißt, wir können auch dort klein anfangen und ziehen dann die Büschelchen hoch und wir können immer höher werden. Das ist gar nicht möglich, denn wir haben hier ein super feinmaschiges Sieb. Das ist wahrscheinlich für 2 bis maximal 4 mm Gras. Und dann werden wir schon Probleme haben, weil dann wird es nicht mehr rausfallen. Ja, das heißt, da sind die natürlich auch klar im Vorteil. Wir haben hier Wechselbehälter, Wechselsiebe und wir können hier bis zu 12 mm ja, Grasfaserlängen durchschießen. Und das wird mit diesem Gerät definitiv nicht funktionieren. Aber jetzt machen wir natürlich die Probe aufs Exempel. Und ich habe im Vorfeld dieses Gerät natürlich schon mal probiert. Und ich werde euch das jetzt zeigen und ich hoffe, das wird jetzt auch noch mal klappen. Wir können hier unser Grasstreu aufbringen, ohne dass wir es statisch aufladen. Und es sieht genauso aus, als wenn wir es statisch aufladen. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, ich habe jetzt hier eine Fläche mit Klebstoff eingeleimt und ich habe dieses Gerät jetzt noch nicht angemacht. Ich habe das Gerät befüllt. Oh. Und ihr seht schon, das fällt halt auch direkt raus. Ich habe das mit 4 mm Grasfasern gefüllt und jetzt werde ich ohne irgendwas zu drücken, werde ich hier mal drüber schütteln. Hier sehen wir jetzt den Effekt ohne statische Aufladung, aber ihr seht,
die Fasern stehen trotzdem irgendwie, ne? Klar, weil ich es natürlich auch rausgeschüttet habe. Jetzt werden wir nochmal Leim auftragen und werden das Ganze mal unter Strom setzen und schauen uns dann den Effekt an. So, neuer Leim ist aufgetragen. Ich setze das Gerät unter Strom. Wir sehen das hier an der Kontrollleuchte und schießen nun unser Gras über unseren Leim. Hier sehen wir jetzt den Effekt des aufgeladenen Grases und wir sehen schon, das ist viel, viel dichter. Ja, das mag aber auch daran liegen, dass hier der Kleber schon längst weggetrocknet ist. Aber ja, man sieht natürlich schon eine statische Aufladung, aber hier ist es tatsächlich, ja, es geht auch ohne. Also, ich habe mir das jetzt nochmal in Ruhe angeguckt und ja, das funktioniert. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Auch eine Fliegenklatsche, das funktioniert. Das sieht hier auch ganz vernünftig aus. Wir haben hier, wobei auch viele Gräser, die einfach sehr schräg stehen. Das heißt, sie sind nicht optimal obendrauf und das mag jetzt auch am Klebstoff und der Pappe liegen, dass das hier sehr schnell weggetrocknet ist. Aber wir haben auch gesehen, dass es ohne Strom auch die Grasfasern stehen. Also, das sieht, wenn ich mir das jetzt hier so von der Seite angucke, sehe ich da kaum einen Unterschied, außer die Dichte natürlich. Das mag jetzt aber wirklich am Klebstoff liegen. Ja, was ist jetzt mein Fazit dazu? Ja, das Gerät funktioniert, aber ich hatte ein bisschen Angst, allein diesen Deckel hier aufzumachen, nicht an das Kabel zu kommen. Ich weiß, hier ist, ich muss erst draufdrücken, damit da Strom fließt, aber wir haben gesehen, wir hatten. Oh, habt ihr gesehen? Da ist immer noch Reststrom drauf und ich habe nicht an diesen Knopf gedrückt. Das heißt, wir haben, ich kann es ja nochmal machen, ich drücke auf den Knopf. Wir haben hier Strom drin, alles cool. Jetzt drücke ich nicht mehr drauf und jetzt können wir nochmal gucken. Wir haben immer noch Reststrom drauf. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass wir können hier jederzeit ein Gewisch bekommen, weil wir nämlich ja, den Deckel natürlich aufmachen. Und ja, was ist denn, wenn ich jetzt an das Sieb fasse? Wir werden jetzt mal was ganz Gefährliches probieren. Ich werde jetzt hier mal draufdrücken und werde jetzt mal das Sieb anfassen. Und mal gucken, was passiert. Okay, passiert gar nichts. Gut, das ist jetzt erstmal nicht so gefährlich. Das heißt, ich kann jetzt mir hier keinen Schlag holen. Hier kann ich mir auch keinen Schlag holen. Also nur, wenn die beiden aufeinandertreffen. Aber hier, Achtung! Es ist total geil. Ja, okay, also Fazit ist, Gerät funktioniert. Wir werden ein paar bestimmte Dinge damit auch begrasen können. Wir werden aber an unsere Grenzen kommen. Allein schon an dem Sieb. Die Verarbeitung zeigt uns, dass dieses Gerät auch nicht viel aushält. Das habe ich damals vor, ist schon viele Jahre her, da habe ich den noch Grasmaster getestet. Auch die Verarbeitung fand ich katastrophal. Das war einfach eine umgebaute Taschenlampe mit einem Behälter vorne dran. Das war von der Verarbeitung genauso schlecht. So, und jetzt gucken wir uns solche Geräte an. Das sind wirklich Profi-Geräte. Wir haben hier eine hervorragende Verarbeitung. Hier haben wir auch richtig was in der Hand. Das ist kein billiges Plastik, sondern das ist richtig Hartplastik. Die Technik, die hier drin verbaut ist, ist einfach hervorragend. Wir können uns hier überhaupt keinen Schlag holen. Sie funktionieren batteriebetrieben, beziehungsweise der Static King kann auch mit Strom betrieben werden. Das ist auch kein Problem. Und das sind Profigeräte. Und ich habe es schon öfters gesagt, das ist wie mit so vielen Geräten. Wir haben einmal zum Beispiel eine Heißklebepistole. Wer eine günstige Heißklebepistole kauft, der wird da auch nicht so viel Freude mit haben. Wer eine Profi-Heißklebepistole kauft, wird sehr viel Freude damit haben. Und das habe ich auch nicht geglaubt. Und das war damals meine Diskussion zwischen mir und Daniel von Nerdanien damals. Ich habe nur diese, keine Ahnung, 10 € Klebepistolen, reicht mir für meine Zwecke, weil ich mit Heißkleber gar nicht viel arbeite, so gut wie gar nicht. Aber der Daniel von der Daniel zum Beispiel hat sehr viel mit der Heißklebepistole geklebt und der braucht ein richtig gutes Gerät. Hat dann mal zwei, drei verschiedene Pistolen ausprobiert und siehe da, wow, da gibt es extreme Unterschiede. Genauso ist es mit einer Airbrush-Pistole, mit einem Kompressor, mit einem vernünftigen Cuttermesser, was auch immer. Alles, was irgendwie, wo man viel für verwendet. Ne? Ich habe ja auch mal gesagt, eine billige Airbrush-Pistole, die funktioniert genauso wie eine teure Airbrush-Pistole. Man kommt drauf immer drauf an, wofür ihr sie verwenden wollt. Schlimm wird es dann bei der Bereinigung bei der billigen Pistole. Die könnt ihr irgendwann weghauen. Und bei dem Profigerät, das könnt ihr komplett auseinanderlegen und ihr könnt es reinigen. Ich glaube, genauso ist es hier auch. Dieser Grasmaster funktioniert. Ihr werdet an eure Grenzen kommen wegen der Millimeter Grasfaserhöhe, weil ihr, ja, ich denke mal, maximal werden hier 4 mm durch. Vielleicht kriegt ihr auch noch ein 6 mm Gras durch, das wird funktionieren, aber dann hört es auch schon auf. Aber wer das für das, wer nicht höher braucht, für den ist das okay. Und wer wirklich nur mal
ab und an mal ein Geländeteil begrasen möchte, für den sind diese 26 Euro, glaube ich, ganz gut angelegt. Ihr müsst halt nur ein bisschen vorsichtig damit sein, ein bisschen gucken, wie man damit umgeht, und dann wird das auch funktionieren. Wer viel arbeitet mit einem Begrasungsgerät oder wer viel begrünt, gerade so im Modell Eisenbahner, ne? Modell Eisenbahner, glaube ich, brauchen das solche Profigeräte definitiv. Ne? Die werden nicht mit solchen Dingern arbeiten, weil sie einfach große Flächen begrünen müssen. Und deswegen sage ich auch, weil wir im Tabletop auch immer große Flächen begrasen müssen, finde ich, sind diese Profigeräte absolut ihr Geld wert, weil man hat sehr viel Spaß und Freude dran und man hat ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Wie kommt also der Preis zustande? Klar, 26 Euro, Tupperdose, ein billiges Kabel verbaut, ein billiges Plastikgehäuse dran, fertig. 150 Euro, wir haben aber eine Tip-Top-Elektroverarbeitung. Wir haben hier ein super cooles ja, Gehäuse, was einfach sehr stabil ist. Das kann es auch mal runterfallen, da wird nichts passieren. Klar, designtechnisch ist es vielleicht, gewinnt es keinen Schönheitspreis, aber es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und ihr habt es gesehen in dem letzten Video. Ich komme inzwischen mit dem super klar. Ich habe in den letzten Wochen auch sehr viel mit dem gearbeitet. Inzwischen liebe ich das Gerät. Genauso aber auch finde ich den Static King einfach richtig geil. Den finde ich vom Design einfach noch richtig schön. Ist aber auch sehr, sehr hoch verarbeitet. Das Ding kann auch runterfallen. Da passiert gar nichts. Und von daher muss ich sagen, klar. Diese Geräte sind teuer, über 100 € kosten diese Geräte, je nachdem in welcher Ausstattung ihr das kauft, aber sie sind definitiv ihr Geld wert für das, was man, wofür man sie auch gebrauchen kann. Von mir als erfahrener Geländebauer sage ich, Hände weg von dem Kram, kauft euch lieber anständiges Zeug, dann habt ihr auch viel Freude damit. Ich habe, glaube ich, alles zu den Geräten jetzt gesagt. Muss natürlich jeder selbst entscheiden und auch für die Leute, die mit der Fliegenklatsche arbeiten, hey, warum nicht? Könnt ihr gerne machen. Aber für mich ist es persönlich einfach nichts, weil ich einfach auch große Flächen damit begrüne und da habe ich einfach nicht keine Freude dran. Und ich mag es auch gerne, mit anständigen Geräten zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch wie, das kann man vielleicht auch vergleichen mit einem professionellen Handwerker und einem Hobbyhandwerker. Ne? Wenn ich zu Hause mal eine Schraube in die Wand bohren muss, dann habe ich eine Bohrmaschine, die kostet mich im Baumarkt 40 Euro wahrscheinlich. Und damit kriege ich auch Löcher in die Wand. Aber der Handwerker, der immer auf dem Bau ist und die jeden Tag braucht, der hat wahrscheinlich eine Hilti oder was auch immer. Da in dem Metabo gibt es, glaube ich, ne? Das sind so die Geräte im Handwerkerbereich. Und die können natürlich viel, viel mehr. Die bohren auch nur Löcher in die Wand, aber geiler. Und genauso ist es, glaube ich, hier auch. Wir können mit allen drei Geräten be vernünftig begrasen, aber die zwei können es einfach einen Ticken besser. Und da ich auch noch viele, viele Jahre Gelände bauen möchte, lohnt sich für mich natürlich auch diese Investition, weil ich natürlich das Gerät mir ein einziges Mal anschaffe und ich habe viel Freude daran. Und bei RTS ist es sogar so, wenn ich, erstens mal habe ich bei RTS eine super lange Garantie. Und bei RTS ist es sogar so, wenn mein Gerät kaputt ist, habe ich jederzeit einen Ansprechpartner hier in Deutschland und kann sagen, hallo RTS, mein Greenkeeper ist kaputt. Und dann kriege ich am anderen Rohr der Leitung, kein Problem, schick uns dein Gerät zu, wir gucken es uns an und wir reparieren es für dich. Und das muss ich sagen, ist natürlich auch wieder ein Top-Service und da lohnt sich dann natürlich auch die Investition. Wenn das Gerät kaputt ist, dann schmeißt ihr das weg und müsst euch ein neues Gerät kaufen. Von daher bin ich immer sehr, sehr froh, wenn man auch so über Ersatzteile sprechen kann, wie zum Beispiel bei einer Hardon-Steenbeck Airbrush-Pistole. Wenn euch die kaputt geht, dann ist die nicht kaputt, sondern ihr könnt einfach Ersatzteile nachkaufen oder sie reparieren lassen. Und da lohnt es sich tatsächlich noch. Ne? Und da habe ich neulich erst eine schöne Reportage, glaube ich, drüber gesehen. Wir reparieren nämlich nicht mehr. Wir schmeißen alles weg und das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Ne? Wir reden immer viel von Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, biologisch und dies und das. Aber wenn ihr euch überlegt, das ist billiger China-Scheiß. Wenn das kaputt ist, ist es im Müll und sowas hier in Deutschland produziert. Könnt ihr jederzeit hingehen und das Teil reparieren lassen. Also, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann solche Geräte. So, und jetzt genug Zeigefinger. Ich habe euch alles für diese Geräte gesagt. Probiert es gerne selbst mal aus. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie steht ihr zur Begrünung? Macht ihr das mit einem klassischen Begraser? Welche Firma vor allem nutzt ihr da? Es gibt ja noch ein paar andere Firmen, die sowas herstellen. Und das würde mich mal interessieren. Oder seid ihr doch der klassische, ich schmeiße mein Gras auf die Platte oder ich arbeite nur mit Tufts oder ich arbeite mit Turf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie gesagt, wenn ihr mal noch was sehen wollt, Kombination zwischen Turf, Grasfasern, Büschen,
eine komplette Begrünung, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, dann können wir uns damit mal befassen und dann zeigen wir euch mal, wie sowas in der Kombination aussehen kann. Ich sage danke fürs Einschalten. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne mal den Button drücken. Ganz wichtig, mal die Glocke aktivieren. Das machen nämlich ganz viele von euch nicht und das ist super wichtig. Dann werdet ihr nämlich immer auf dem Laufenden gehalten. Ja, so, alle weiteren Infos wie Instagram, Patreon, Kanalmitgliedschaft, Facebook. Ich habe, glaube ich, nichts mehr vergessen. Schaut einfach unten in die Kommentare, in die Videobeschreibung, dann wisst ihr, wo es lang geht. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.